Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir gehen jetzt Richtung in Richtung hier Leuchtturm, Jacks Leuchtturm würde ich sagen. Und sehen zu, dass wir da die eine Höhle nördlich davon einmal leer räumen. Ich glaube, ich weiß sogar, welche das sein könnte. Da, wo der eine Schattenläufer mal drin war. Wo auch sehr viele Snapper, aber die Schwerter dann eigentlich wieder einstecken. Beziehungsweise, warte mal, wir können. Wir haben ja ein bisschen was an Dingens. An Erfahrungspunkte zum Großbauern. Können wir mal dahin gehen. Und bei Torloff nochmal Stärke lernen. Wir haben ja 13 Lernpunkte. Bei ihm kostet das ja aktuell 5. So, Torloff. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. So, 1. Und nochmal 2. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ja, will ich doch hoffen. Ende. Das muss ich so machen. So, 155 Stärke haben wir mittlerweile. Das heißt, Runen erschaffen habe ich nicht gelernt. Alchemie habe ich gelernt. Schmieden habe ich gelernt. Wo habe ich Alchemie gelernt? Tiere auswählen habe ich gelernt. Taschendiebstahl habe ich nicht gelernt. Ich glaube, braucht man auch gar nicht, oder? 200 sind wir schon Meister bei 82%. Armbrust, naja, müssen wir noch ein bisschen besser werden. So, welcher Teleportstein führt zum Kloster, zur Burg, zur Wundenheil? Leichte Wundenheil. Selbst ist er da nicht draufgegangen. Teleport zum Dämonenturm, Taverne. Will doch keiner wissen. Hafenstadt, Passiminter. Ich glaube, Taverne macht am meisten Sinn. So. In welche Richtung gucken wir? Wir müssen die Richtung. Und dann können wir von dort hinten aus. Ja, wenn wir dort Jacks Leuchtturm gemacht haben, ist in der Nähe von Jacks Leuchtturm auch nochmal ein weiter Weg. Und dann würde ich tatsächlich eher hier von der Taverne aus hier Richtung Jarkinder gehen, in die Richtung. Und da dann einfach mal anfangen, eine Höhle nach der anderen abzuklappern. Wie viele Dracheneier haben wir? 6. 6 Dracheneier. Ich habe keine Ahnung, wie viele es insgesamt gibt, aber nicht mehr viele dürfte es sein. Also ich glaube mittlerweile, es gab so um die 20 Stück, oder? Kann das sein? Wir hatten ein paar schon an Bennett verkauft. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie viele. Einen hatten wir so an Bennett, also 5 hatten wir, glaube ich. Ich glaube, wir hatten 4 verkauft. Und einen hatten wir so noch gehabt und dann Bennett abgegeben. So. Hallo Mika. Der ist mittlerweile unbewaffnet. Hat er nicht immer ein Schwert gehabt? Hatten wir ihn verprügelt und abgezogen dann? Ich weiß da lieber alles nicht mehr. So.
Zum Glück haben wir Jack hier in der Nähe mit seinem Leuchtturm. Und zum Glück sind da auch keine Banditen mehr. Hat er aber vielleicht irgendwas Neues zu sagen? Ist ihm irgendwas aufgefallen? Jack, netten Turm hast du. Netten Turm hast du, nicht wahr? Geh ruhig ganz nach oben und sieh dir den schönen Ausblick an, mein Jung. Fühl dich hier wie zu Hause. Mein Jung. Ich vergesse gerade irgendwie, dass ich mit Rechtsklick nicht aus dem Gespräch rausgehen kann. Gab's hier aber sonst noch irgendwas? Hier drin vielleicht? Nope. Speicher vielleicht nochmal. Vorsichtshalber einfach. Weil man weiß ja nie, ob hier nicht doch noch irgendwie was nachgespawnt ist und uns kaputt hauen will. So, war das jetzt auf der Seite? Es war irgendwo hier. Da haben wir's. Aber ne, okay, hier ist nix. Nur die Leichenspuren von dem vorherigen Schattenläufer. Okay, dann haben wir die Höhle auch durch. Ja, das heißt dann wieder zur Taverne. Und den Weg da hinten nehmen. Und hier nochmal die ganzen Höhlen abklappern. Wir haben ja die eine dieser Gittershöhle war. Hat er irgendwie auch noch was Neues zu sagen? Dragomir? Kannst du mir was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zurzeit etwas mittellos. Wie viel verlangst du? 150 Goldstücke. Ja, okay, komm, hier hast du. Wie hast du denn Gold? Gut, von mir aus können wir sofort anfangen. Was kann er denn beibringen? Bring mir was bei. Bring mir was bei. Armbrust. Mach ich später bei ihm? Erstmal will ich Stärke auf 160 kriegen. Das wird mir schon vollkommen reichen. Apropos, warte mal. Da vorne gab es eine Statue von Innos. Die hätten wir zuerst besuchen müssen. Vielleicht kriegen wir noch einen Stärkepunkt dadurch. Kann ja sein. Ich glaube, wir hatten ja seitdem noch mal geschlafen gehabt, ne? So. Innos! Okay, 3 Lebensenergie geht auf. Wie viel haben wir eigentlich jetzt Lebensenergie? 783, fast 800. Schon ein gutes Stück, was wir haben. Ich glaube, maximal Leben wäre dann wahrscheinlich 1000, oder? Wenn man aber auch wirklich alles macht, sagen wir so, wäre, glaube ich, 1000 das Maximalste, was man kriegen könnte. Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung, eine Behauptung von mir. Irgendwann werde ich das auf jeden Fall erfahren, weil ich habe vor, Gothic nach dem ersten Run ja also nochmal zu spielen. Und dann einmal als Paladin und einmal als Magier. Ob in dieser Reihenfolge, weiß ich nicht. Aber ich habe das vorzumachen.
will auf jeden Fall mehr rausfinden, was es hier so alles gibt. Warte mal. Sicher, dass es eine Gittershöhle war hier? Ja, das war Sagittas-Höhle. Okay. Okay, gut. Dann gehen wir ganz normal hier weiter. Ich glaube, die erste Höhle ist die unter der Brücke. Okay. Das ist die erste Höhle. Ist der Landstreicher eigentlich immer noch da? Oder ist er schon weg? Ne, der ist schon weg. Das waren mir gerade ein bisschen zu viele auf einmal. Und ich habe nicht gespeichert. Ich hatte nicht gespeichert gehabt. Dass sie aber gleich da oben schon chillen. So, sind vier Stück. Sauber. Gut funktioniert mit den Kämpfen. Hey, komm schon. Hab Bolzen jetzt umsonst verschwendet. Okay, kann sein, dass wir jetzt gleich nochmal drauf gehen. Heilpflanze. Blauflieder. Blauflieder. Nichts zu holen. Die haben auch nichts zu holen. Die haben nie was. Okay, gut. Das heißt jetzt nochmal einen Heilzauber nutzen. Den. Eins. Und zwei. Dunkelpilz. Ich glaube, die sind dann in der Höhle hier unten. Ja. Hey, du da. Ich darf mich nicht aufregen.
Mach mich nicht aufregen. Ey, das mit dem Drehen, das ist manchmal schon sehr nervig. Versuch den mal so anzulocken. So, Waffe wechseln, wachsen. Was macht er da? Was hat er da gemacht? Was war das? Warum hat er die Waffe die ganze Zeit ein- und ausgesteckt? Hier noch mal kurz hier hin. Seh zu, dass ich mich vielleicht noch mal so heile. Und noch mal so. Und dann gehe ich da rein. Hier drinnen noch ein Ei. Wir haben vergessen zu speichern. Ein toten Ork gibt es hier, aber kein Ei. Aber warum war... Warum waren die Echsenmenschen jetzt hier, wenn hier kein Ei ist? Das ist die zweite Höhle, wo ich kein Ei gefunden habe. Obwohl Echsenmenschen da waren. Oder? Die haben es anders versteckt. Das heißt, ein Ei fehlt uns. Und ich weiß nicht mehr, welche Höhle es war. Warum muss das so sein? Hier ist aber bis jetzt Ruhe, oder? Genau, das war jetzt nur die eine Höhle. Dann halt jetzt da bei den Tempeln der Abbauer, wo jetzt ein Ork da vorne chillt. Der fällt wahrscheinlich rund der auf. Ich hoffe, ich überlebe das. Nope, das habe ich nicht überlebt. Aber die Orks haben es überlebt. Vielleicht muss ich hier von der Seite runterspringen. Irgendwie mit etwas Glück. Nee.
glaube, die spawnen wieder da oben hin. Wenn ich hier nochmal vorbeikomme, dann sind die wieder da. So, jetzt gehe ich zuerst hier hin. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Und die Musik habe ich vermisst. Erstens, woher? Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe noch Genuss? Okay, spätestens Kapitel 4 wäre es sehr schwer für mich geworden, nach Jakob zu kommen. Bin ich ein bisschen froh, dass wir Jakenda vorher fertig gemacht haben, erledigt haben. Denn spätestens jetzt wäre ich am Arsch. Hier hat sich aber jetzt nichts gerespawnt an Gegnern. Ja gut, ich glaube, hier ist echt nichts mehr wieder Neues da. Ich mag die Musik von Jakob. Gucken uns dann einmal hier drumherum alles an, ob hier noch mal irgendwas da ist, Neues. Der Troll ist schon mal weg. Das heißt, wir müssten jetzt auch weit genug vom Ork-Krieger sein und so. Ich glaube, da ist wer oder was. Oder ich habe es mir nur eingebildet. Stimmt, hier können wir ja pennen. Hab ich voll vergessen. Sonst dürfte hier jetzt nichts Neues sein, außer vielleicht was in der Höhle. Bevor wir reingehen, nochmal speichern. Wir gehen erstmal hier entlang. Hier ist nichts Neues. Wie sieht's denn hier aus?
Die Steingolems, die da rumliegen, kann ich immer noch nicht kaputt hauen. Aber warum? Ich glaube, es hat mit... Juwelenschatulle? Ich glaube, es hat hiermit was zu tun. Kann das sein? Nichts zu holen. Doch, Erfahrungspunkte gab es hier wenigstens. Und das war's. Aber wenigstens haben wir das wieder auch mit erfüllt. So, die Sonne geht unter. Das heißt, wir müssen so oder so jetzt einmal pennen, bevor es dunkel ist. Dann haben wir die Höhle auch erledigt. So, die nächste wäre jetzt kurz vorm Troll. Vor dem schwarzen Troll. Hier schläft er wenigstens richtig rum. So, wir gehen aber zuerst einmal Richtung Brücke zurück. Die zwei Orks müssten da wieder vernünftig richtig gespawnt sein. Da, wo die auch hingehören. Anstatt unten, unter der Brücke. So, Waffe ist gezogen. Holen wir uns die beiden Orks. Achso, der erste ist direkt hier. Brutale Ork-Axt. Brutale Ork-Axt. Okay. Wenigstens waren die wieder oben, statt da unten. So, und ich bin jetzt neugierig, ob hier noch mehr Orks sind. Dem Weg. Ich gucke auch noch mal auf dem Map. Ist noch ein Stück, dass wir laufen dürfen. War hier aber auch noch einmal, vorsichtshalber. Und zück auch schon mal mein Schwert. Weil es können hier ja noch mehr Gegner irgendwo sein. Der Musik gerade. So, warte mal. Okay, da ist keine Höhle. Also keine relevante Höhle jetzt. Ich habe so ein Gefühl, es ist da oben irgendwie.
Da oben habe ich hier jetzt, glaube ich, keinen Weg. Keinen direkten zumindest. Oder ist es das da? Kann es sein, dass es das da ist? Ja, es ist das hier. Wir gehen rein. Wir sind zwar jetzt schon bei einer halben Stunde, aber wir gehen da jetzt trotzdem rein. Und wir gehen erstmal durch die offenen Türen. Ach so, oder auch nicht. Hier ist nichts. Gibt es hierfür irgendwie einen Schalter? Links. Hatten wir schon. So, Fackel. Ich will ganz sicher gehen, dass ich jetzt keinen Schalter übersehe. Weil irgendwie müssen wir ja das Gitter doch aufkriegen. Ich glaube, hier gibt es keinen Schalter. Hier gibt es, glaube ich, keinen. Gut, dann enttäuschend. Das ist leider enttäuschend. Aber egal, dann gehen wir weiter. So, er ist da immer noch. Grimbald, genau, Grimbald hieß er. Ist hier noch irgendwie was zu erkennen? Ich dachte kurz, das sei so eine Art Steindrache, der das chillt. Ne, da vorne haben wir noch eine Höhle, die machen wir aber in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!